Herr von Fournier, kommen wir zum Thema Unternehmenskultur. Eine gute Unternehmenskultur oder Neudeutsch die Corporate Culture basiert ja auf gemeinsamen Werten, auf Vertrauen, auf Offenheit, auf Wertschätzung, auch wie sich Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen und ihre Arbeit, die Kunden sich gut beraten fühlen. Welche Bedeutung messen Sie einer guten Unternehmenskultur zu und besonders in Relation zu anderen Fakten wie Positionierung, ein gutes Produkt und so weiter? Was ist für Sie ausschlaggebender? Naja, ich unterstelle Ihnen jetzt keine Fangfrage, aber es Nein. könnte ja eine Fangfrage sein, weil eben haben wir uns ja sehr schön über Balance unterhalten. Und jetzt möchten Sie von mir gewisserweise einen Schwerpunkt hören. Ich glaube, geschuldet der Kultur ist diese Frage auch absolut berechtigt, denn die Kultur ist sehr wichtig. Wie wir eben gesagt haben, andere Dinge sind auch sehr wichtig und ich weigere mich immer ein bisschen so die, was ist jetzt wichtiger? Ich kenne ja das gute Peter Drucker-Zitat, die Kultur ist sozusagen die Strategie zum Frühstück, also im Original ja das bekannte Culture Eats Strategy for Breakfast. Das sind alles, glaube ich, sehr schöne Metaphern, um die Bedeutung der Kultur deutlich zu machen. Ich komme wieder zurück mit der besten Kultur und der schlechten Strategie werden Unternehmen auch zugrunde gehen, gerade in disruptiven Zeiten und in innovativen Zeiten. Also halten wir mal fest, alles in der Balance, wie wir eben gesprochen haben, ist wichtig, aber die Kultur stellt deswegen so einen besonderen Faktor dar, den Sie jetzt auch herausstellen, weil sie halt oft vernachlässigt wurde. Also in der Vergangenheit spielte sie keine so große Rolle oder war oftmals ein Feigenblatt. Und die Werte, die Sie angesprochen haben, da wird ja keiner widersprechen. Wertschätzung ist ja ein sehr beliebtes Wort und Vertrauen und Offenheit und Mitarbeiter und Kundenorientierung. Das finden Sie ja in keiner, also das finden Sie ja in jedem Unternehmensleitbild. Also kein Unternehmer würde ja sagen, wir mögen nicht unsere Kunden oder wir mögen nicht unsere Mitarbeiter oder wir sind intransparent oder und so weiter oder wir sind nicht wertschätzend. Ich glaube, das Spannende liegt sehr viel mehr nicht in der Definition der Werte, da sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig. Also das Erstellen eines Leitbildes ist vielleicht nur 10% der Miete. Das Leben eines Leitbildes, das ist 90% der Miete. Und insofern kann man einfach sagen, letztlich ist es einfach für Firmen mal die zentralen, sagen wir, 5 bis 10 Werte wirklich mal deutlich zu machen, zu beschreiben, sich mit ihren Mitarbeitern auch echt Zeit zu nehmen. Zeit spielt hier eine sehr wichtige Rolle, weil Werte vermitteln sich nur über das Erleben, nur über Zeit, über Verbindung. Und wenn wir diese Werte dann nochmal wirklich besprochen haben, wirklich die Realitätsabcheck machen, also wie schaut die Realität aus, wie gut leben wir wirklich Wertschätzung, wie gut fühlen sich die Menschen wertgeschätzt, wobei hier auch mal eine subjektive Komponente mit dazu spielt. Aber was kann ein Unternehmen wirklich tun, die wenigen zentralen Werte, und ich lege immer Wert auf wenige Werte, die wenigen zentralen Werte wirklich zu leben? Und dann ist es mit der Kultur eigentlich einfach. Kultur kommt ja vom lateinischen colere, bebauen, pflegen, anbauen. Und das heißt ja eigentlich nur colere Kultur, wie pflege ich letztlich Werte? Und da sage ich eigentlich, ist es ganz einfach. Ja? Ihr habt Werte definiert, lebt sie. Also unheimlich wichtiger Hinweis, weil die eben, wenn ich mit manchen Unternehmen spreche, häufig die Meinung ist, da müssen Leitbilder hin, da müssen Visionen und Umgangsregeln geschaffen werden. Das ist ein Teil, aber der wichtigere davon ist die Wirklichkeit, wie es im Unternehmen gelebt wird, der Alltag, der Umgang bei den Konflikten, mit den Konflikten, die Arbeitsbedingungen, der Umgang mit Ideen und Kritik. Stichwort Fehlerkultur, die Art der Kommunikation und so weiter. Da entscheidet sich letztendlich, wie die Unternehmenskultur tatsächlich ist. Und ich glaube, am Ende macht die Unternehmenskultur den Unterschied. Wenn ich ein gutes Produkt habe, eine gute Positionierung, dann kann eine wirklich gute Unternehmenskultur den wirklichen Unterschied machen. Also besonders in der Luft nach oben, wo dann wirklich Leistungen erbracht werden, auch von den Mitarbeitern, wo Innovationen entstehen, wo Identifikation entsteht und so weiter. Und insoweit glaube ich schon, dass er ein extrem wichtiger Bereich ist.